Heute möchte ich auf einen aktuellen Termin hinweisen. Es gibt nämlich einen 20% Kartierungstag im März bei mir. Und das ist für alle interessant, die in der Guaifenesin-Therapie sind und sich kartieren lassen möchten und im nördlichen Bereich Deutschlands wohnen. Ja, an diesem Tag, an diesem 20% Kartierungstag, kartiere ich nicht 20% deines Körpers, sondern du bekommst einen Rabatt von 20% auf eine komplette Körperkartierung nach Dr. St. Amann. Ja, mein Online-Name ist Barbara auf der Heide und im echten Leben bin ich ja auch Kartiererin für die Guaifenesin-Therapie. Das heißt, ich erfasse Schwellungen und Verhärtungen bei Menschen mit Fibromyalgie und trage diese in eine Körperkarte ein. Das kann zum Beispiel so aussehen. Das ist etwas völlig anderes als Tenderpoints. Bei Tenderpoints wird gedrückt und dann wird geschaut, ob es Schmerzen macht. Darum geht es bei der Kartierung überhaupt nicht. Bei der Kartierung taste ich bestimmte Regionen des Körpers nach Schwellung und Verhärtung ab und das ist unabhängig vom Schmerzempfinden. Das ist also hat damit nichts zu tun. Und diese Schwellung und Verhärtung, die ich finde, trage ich dann in eine Körperkarte ein. Ja, im Laufe der Guaifenesin-Therapie verändern sich die Kartierungen oder eben auch nicht. Und so kann die Kartierung unterstützend sein bei der Dosisfindung. Man hat also einen Anhaltspunkt. Gerade das ist ja das Besondere, dass Dr. St. Amann, der Gründer der Guaifenesin-Therapie, festgestellt hat, dass sich ein bestimmter Bereich im linken Oberschenkel nach 4 Wochen mit der richtigen Dosis eben so weit gereinigt hat, dass man bei der Kartierung dann dort keine Einlagerungen mehr findet. So ist es also eine Kartierung, eine Unterstützung bei der Dosisfindung und die Kartierung kann auch Hinweise geben. Hinweise zum Beispiel auf eine Blockierung oder auch darauf, dass da vielleicht das Zytochromsystem im Wege ist und das Guaifenesin sozusagen unschädlich macht. Wenn du vom Zytochromsystem bisher noch nichts gehört hast im Zusammenhang mit der Guaifenesin-Therapie, dann schau dir hier diese beiden Videos an. Da habe ich schon mal davon berichtet. Ja, ich bin Kartiererin für die Guaifenesin-Therapie und natürlich finde ich es ja, wichtig, hilfreich, eine Guaifenesin, also diese Therapie mit Hilfe von Kartierungen zu machen. Natürlich ist mir klar, dass das nicht immer geht. Das weiß ich schon und das heißt nicht, dass man deshalb die Guaifenesin-Therapie nicht durchführen sollte. Das ist natürlich kein Hinderungsgrund. Wer sich wirklich nicht kartieren lassen kann, ja, der muss halt dann ohne Kartierung versuchen, seine Dosis zu finden. Das kann sehr schwierig sein. Auf jeden Fall sollte man dabei dann ein Symptomtagebuch führen. Und wie gesagt, Kartierung ist eine gute Unterstützung zur Dosisfindung. Natürlich bin ich davon überzeugt, das liegt auch mit daran, nicht weil ich Kartiererin bin und weil ich damit auch Geld verdiene, sondern weil ich selber erlebt habe. Ich war 5 Jahre schon in der Therapie, bevor ich das erste Mal professionell, sage ich jetzt mal, kartiert wurde. Ich wurde auch vorher schon kartiert von meiner Masseurin, aber die steckte nicht in der Therapie, die wusste auch nicht viel darüber, die hat es so gut gemacht, wie sie konnte, aber es hat eben nicht gereicht. Und so habe ich erst nach 5 Jahren rausgefunden, dass mein Guaifenesin nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll, dass ich also immer noch eine Blockierung habe, eine Blockierung nicht, dass mein Oberschenkel, mein linker Oberschenkel immer noch nicht frei ist. Und das war auch der Grund dafür, warum ich irgendwie nicht so vorangekommen bin, wie ich mir das so gedacht habe. Und ich meine, gut, es müssen ja nicht 5 Jahre vergehen. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ich habe auch meine Dosis, die ich jetzt habe, nur mit Hilfe einer Kartierung gefunden. Ich hätte wahrscheinlich, wenn ich die Kartierung nicht gehabt hätte, ja, ich hab ja das Guaifenesin gespürt. Ich weiß nicht, ich hätte vielleicht noch mal erhöht. Ich weiß es auch nicht. Also es ist einfach sehr schwierig. Und ja, insofern, wer es gar nicht anders kann, dem bleibt nichts übrig. Wer nicht zur Kartierung kann, dem bleibt nichts übrig, als das über ein Symptomtagebuch zu machen und vielleicht auch irgendwann mal nach einer gewissen Zeit zu probieren, wie man denn dann nochmal mit einer Erhöhung zurechtkommt. Das würde ich dann vielleicht schon mal machen. Es sei denn, das ist das Ziel, darum geht es. Wenn man die richtige Dosierung hat, dann sollte man gute und schlechte Phasen im Wechsel haben. Und die schlechten Phasen sollten sich nach und nach ja, immer seltener zeigen. Und wir reden jetzt nicht hier von einem Zeitraum von 2 Monaten, sondern ich rede jetzt von Jahren. In 1, 2 Jahren auf richtiger Dosierung muss sowas passieren. Man muss Wechsel haben und man muss vorankommen. Das ist das Entscheidende. Und wenn man das nicht hat, dann sollte man entweder kartieren lassen oder eben sich
ja, irgendwie anders Unterstützung holen, am besten dann auch nochmal mit einer Erhöhung rangehen. Wie genau und so, das ist natürlich wieder sehr individuell. Aus rechtlichen Gründen möchte ich noch zwei Hinweise geben. Es handelt sich bei der Kartierung, die ich durchführe, nicht um eine heilende oder therapeutische Maßnahme. Das ist nur eine Erfassung, die Erfassung eines Zustandes. Und ich stelle als Kartiererin auch keine Diagnose Fibromyalgie. Das darf ich gar nicht, das darf nur ein Arzt. Und insofern mache ich das auch nicht. Ja, der 20% Rabatt-Kartierungstag findet statt am 21. März 2020 hier bei mir. Da steht schon die Liege. Und wie gesagt, 20% Rabatt auf eine Kartierung bei mir in den Räumen in 27412 Will steht. Natürlich ist eine Anmeldung nötig. Ne? Wir müssen einen Termin vereinbaren, damit ich dann auch Zeit für dich habe und nicht gerade dabei bin, jemand anderen zu kartieren. Du erreichst mich unter der Telefonnummer 04283 6082683 oder du kannst mir auch eine Mail schicken unter barbara-auf-der-heide.de. Ich habe auch noch ein Video, das heißt, wie läuft eine Kartierung ab? Dort kannst du dich auch noch mal über die Kartierung selbst informieren, wenn du vielleicht noch Fragen dazu hast oder wenn du noch ein bisschen Hintergrund dazu haben möchtest. Unten im Text findest du auch noch zwei Links zu meiner Webseite. Da kannst du dich auch noch ein bisschen mehr über Kartierung informieren. Und wenn du darüber hinaus noch Fragen hast, dann sprich mich gerne an. Entweder ja, hier direkt über den Kommentar. Dann finde ich es gut, wenn du das Hashtag Guaifenesin verwendest oder eben irgendwie anders, per Mail, per Telefon. Ja, falls meine Themen rund um die Fibromyalgie für dich interessant sind, dann abonniere meinen Kanal und nun sage ich erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.